Traubenakademie. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Direktor Clavel, Leitung der Traubenakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Traubenakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich kennenlernen. Wir alle hier freuen uns darauf, dich bald an der Traubenakademie begrüßen zu dürfen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum Let's Play zu Pokémon Purpur. Meine Freunde, das nächste Pokémon-Abenteuer ist da. Ich bin wirklich jetzt happy, dass es dann auch soweit ist. Ich bin ein bisschen spät dran, ich weiß es. Ja, ich komme gerade frisch aus dem Urlaub, deswegen habe ich es jetzt zeitlich nicht anders, ja, eben schaffen können. Das erste Video dann auch am Samstag, anstatt am Freitag, eben jetzt hier zu machen und hochzuladen. Ja, ich bitte an der Stelle zu entschuldigen, ja. Nun gut, meine Freunde, wir sind jetzt, ja, gut, mittendrin, weiß ich noch nicht, ne? Jetzt gehen wir gleich erstmal runter, dann wartet bestimmt die Mutter wieder auf uns und erzählt uns wieder irgendeinen Quatsch, keine Ahnung. Nun denn, aber ihr habt ja jetzt gerade eben schon mal grob mitbekommen, ja, was jetzt hier eigentlich überhaupt ansteht, ja? Denn es gibt hier wohl auf der Paldea oder in der Paldea-Region vielmehr eben eine Akademie.
Da werden wir ja später nochmal, denke ich mal, unterwegs sein. Ich muss an der Stelle dazu sagen, ich habe jetzt, was das Spiel angeht, habe ich mir jetzt nicht so viel Informationen vorher schon reingeholt. Also ich habe mir den Trailer natürlich angeschaut, aber sonst habe ich mich da echt stark zurückgelassen. Ich will einfach ganz entspannt in das Spiel reingehen, ja, mich entsprechend überraschen lassen. Wir haben einige neue Pokémon, davon weiß ich, die wir hier antreffen werden, haben natürlich aber auch, wie das eben so ist, eigentlich auch hier und da immer mal wieder eben auch bekannte Pokémon aus den älteren Spielen. Ja, was ich jetzt in der Hinsicht schon gesehen habe, das waren jetzt gestern, weil das Spiel ja dann gestern auch schon ja rauskam. Viele, viele lustige ja Videos, Shorts oder was auch immer gesehen habe zu dem Spiel, weil ja doch das Spiel den einen oder anderen Fehler noch in sich hat. Gerade von grafischer Natur. Das war schon sehr unterhaltsam. Ich bin mal gespannt, ob wir sowas auch hier bekommen werden. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ja, genau. Also das Intro, das ist ja hier, das ist ja bekannt, ne? Wir starten in unserem Zimmer, gehen für gewöhnlich runter und irgendwann kommt entweder die Mutter oder irgendein Pokémon begrüßt uns. Ja. Nun gut. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil was ich jetzt auch schon gesehen habe, ist halt, was ich eben meinte, dass die Grafik jetzt hier auch in dem Spiel ein klein wenig, ja, so wünschen übrig lässt. Sagen wir es mal so. Ne? Das hatten wir ja auch schon bei Arceus gehabt. Nun denn. Guten Morgen, Jupp. An dieser Stelle, ja, auch nochmal. Ihr kennt das ja, also zumindest die Leute, die auch ältere Pokémon Let's Play hier gesehen haben. Ja, für gewöhnlich sind wir hier mit dem guten Jupp unterwegs. Ne? Der Jupp, wo ist Kölle? Ja. So, nur, dass ihr schon mal gehört habt, für die, die es nicht kennen, ja. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag in der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Danke, Mama. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Und da klingelt es auch schon an der Tür. Oh. Na, das klingt doch nach perfektem Timing. Schau bitte mal nach, wer an der Tür ist. Ja. So, wo ist denn jetzt hier die besagte Haustür? Ich nehme mal an, das ist hier die Tür hier vorne. Achso, ne, das ist der Abstellraum. Okay. bitte entschuldigen Sie die Störung. Das ist doch der Direktor, oder nicht? Kommt einfach mal so rein. Ja, kann man machen, ist okay. Oh, du müsstest dann also Jupp sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clable. Ich bin der Direktor der Traubenakademie. Na sowas. Das ist ja der Direktor höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Das hier sind die Unterlagen, die Ihr Sohn für die Einschreibung benötigt. Oh, das wäre nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten? Wo Sie doch den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben? Nein, nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Jupp. Achso, Mutter spricht. Jupp, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereite doch dich so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Ja, Beutel und Hut sind natürlich wirklich wichtig. Senior Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen. Senior, wie vornehm. Gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Holen unsere Tasche. Kann ich denn auch hier irgendwie sprinten? Wobei, zu Hause wird ja nicht gelaufen, ne? Ihr kennt das. So. Möchtest du deinen Beutel und deinen Hut mitnehmen? Das möchten wir gerne machen. Und dann würde ich eigentlich gerne auch die Switch, die da vorne am Fernseher steht, noch mit einpacken. Da. Also wenn's genehm ist, natürlich. Versteht sich. So, Abenteuerfibel. Drücke den X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählst du dort Speichern aus, kannst du den Stand deines bisherigen Abenteuers speichern oder sichern.
ist das Gleiche. Solche hilfreichen Tipps für deine Abenteuer kannst du dir jederzeit in der Abenteuerfibel durchlesen. Du findest sie in der Basis-Item-Tasche deines Beutels. So. Kann man die jetzt mitnehmen? Eine neue Nintendo Switch-Konsole mit größerem Bildschirm. Ja, das ist dann wohl die OLED-Version, ne? Das müsste sie wohl sein. Ja. Okay. Können wir sonst hier nochmal mit irgendwas interagieren? Ja. Dieses Regal hat deine Mama für dich aufgebaut. Deine Sachen sind darauf ordentlich aufgereiht. Was hier rechts oben? Hopspross. Finde ich auch ziemlich nett. Auch an dieser Stelle schon mal der Hinweis, ja, für alle Pokémon-Nerds, ja, also ich bin Pokémon-Fan der, also quasi der allerersten Stunde, ja. Also gerade was die erste Generation angeht, könnt ihr mich nachts um 4 Uhr wecken, kann ich euch immer noch alle Namen durch die Reihe sagen, ist nicht das Problem. Danach die Generation, das wird so ein bisschen, ja, unüberschaubarer für mich, ja. Also seht mir das bitte nach, dass ich jetzt hier nicht irgendwie alle Pokémon kenne, ja, das... Es ist mal so, es ist nun mal so, wie es ist. Ne? Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich. So sieht ein Musterschüler unserer Akademie aus. Abgesehen von... Ach, was ist heute nun los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Ja, gib mal ein paar Pokémon, würde ich mal sagen, mein Freund. Ne? Hier im Hause wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Ja. Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns auch nach draußen gehen. Lass mal jetzt einfach hier noch eine Weile chillen. Hier ist dann übrigens ja auch die Haustür. Gut. Auf lange Ladezeiten müssen wir uns auch einstellen in diesem Spiel. Mal schön die Kappe richten. Wohlan, liebe Pokémon, euer Moment ist gekommen. Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Felori, das Flora-Katzen-Pokémon. Logi! Das ist Krokel, das Feuer-Kroko-Pokémon. Oh. Und zu guter Letzt hätten wir Quarks, das Jungenten-Pokémon. Quark. Sie sind alle sehr anhänglich. Meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Nanu? Oh, sie scheinen dich sehr interessant zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gerne dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Lass dir ruhig Zeit, genügend über deine Wahl nachzudenken und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich da nur für eins entscheiden? Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Zur Feier deiner Aufnahme an der Akademie. Luft. Du erhältst ein Smart Rotom. Smart Rotom wurde in einer Basistasse verstaut. So. Ja, das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Dieses Mobiltelefon ermöglicht die Nutzung allerlei praktischer Apps. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drücke den Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen. Wie praktisch. Pass gut auf dein Handy auf, ja? Jetzt aber los mit dir. Viel Spaß.
Okay. Wir sollen einen kleinen Spaziergang machen hier mit den... mit den Dreien. So, begib dich zum Nachbarhaus. Das ist auf jeden Fall jetzt die nächste Aufgabe. So, währenddessen checke ich jetzt mal eben hier die Tasten mal ab. So, hier kann ich irgendwie die Kamera nach links, beziehungsweise nach rechts schieben. Ah, das so mit dem Frames, das ist schon so, das ist schon sportlich, Leute, ne? Also, das könnt ihr sicherlich auch jetzt erkennen. So, jetzt habe ich hier gerade die Karte aufgerufen. Können wir gerade mal schauen. So, die Smart Rotom ist ein, das Smart Rotom ist ein praktisches Gerät, das von vielen Bewohnern Paldeas genutzt wird. Durch das Hinzufügen von Apps kannst du verschiedene Funktionen freischalten. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob wir das selber tatsächlich zu jeder Zeit machen, solche Apps hinzufügen, oder ob die halt mit der Zeit hinzukommen. Naja, mit Hilfe der Karten-App kannst du mehr über die Paldea-Region erfahren. Ziehe den Cursor auf dein Icon und bewege dann den rechten Stick, um gleichzeitig die Karte und deine Blickrichtung anzupassen. Durch Neigen des linken Sticks lässt sich die Lupe bewegen. Drückst du dann den A-Knopf, um einen Ort auszuwählen, kannst du diesen als Ziel festlegen. Mit dem Flugtaxi kannst du umgehend an einige Orte zurückkehren, an denen du bereits gewesen bist. Okay. Interessant. Ja. Also ihr seht, die Karte, die ist schon nicht ganz so klein. Hier werden wir sicherlich die ein oder andere Stunde noch verbringen. Okay, so. Nun gut. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hinten rüber zum anderen Haus. Und schauen dann mal. So, ich kann auch jetzt nicht schnell rennen, ne? Das ist alles so... Das kommt bestimmt später irgendwann. Egal, was ich hier drücke. Okay, hier können wir nah, beziehungsweise wieder etwas wegzoomen. Ah, jetzt. Die Macht der Wissenschaft. Ist das der Kollege, der eigentlich auch sonst bei jedem Pokémon-Spiel mal zu Beginn steht und über die Wissenschaft philosophiert? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mit Hilfe der Kommunikationsfunktion kann man wohl mit bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen. Ja, stimmt. Fällt mir auch gerade ein. Habe ich noch gar nicht gesagt, aber das ist auch eine Funktion in diesem Spiel, dass man tatsächlich online mit 3 Freunden sich hier fortbewegen kann. Ja. Gar nicht so schlecht, eigentlich, wie ich finde. Nanu? Zu der Trainer dieser Pokémon? Nicht ganz. Noch hat sich Jupp nicht für eines der 3 entschieden. Auf welches Pokémon seine Wahl wohl fallen wird? Ja. Was machen wir denn jetzt? Hallihallo, wir kennen uns noch nicht, oder? Du bist früher hergekommen, als ich gedacht hatte. Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deinen neuen Mitschüler, Jupp, vorstellen? Habe ich mir doch gedacht. Du bist in das Haus dort drüben eingezogen, stimmt's? Ja, vor 3 Tagen. Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nemila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also Nachbar, lass uns doch Freunde sein. Ja, wenn's sein muss. Das war die einzig richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Nemila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Und nicht nur das. Sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat.
Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf, hier und jetzt. Ja, gut. Da kommen wir nicht drum herum hier in diesem Spiel, ne? Nun sei mit deinem neuen Klassenkameraden nicht so ungestüm. Ah, okay, der Direktor grätscht schon mal dazwischen. Ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Also lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse. Voll gut. Dann können wir ja kämpfen, so viel wir wollen. Nun denn, Jupp. Ja. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Ja, ich muss ja gestehen, ich finde hier das Enten-Pokémon, das finde ich ja schon eigentlich ganz cool. Ich mag diese Friese, es hat so ein bisschen was so von einer Tolle. Ich mag es. Und der Rest, also jetzt mal abgesehen von den Haaren da, also das würde ich jetzt zumindest ja betiteln, also dieses etwas dunkelblaue. Also jetzt Kopf und sowas hat so ein bisschen auch was von Donald Duck, ne? Ist halt auch eine Ente. Ja. Das ganz krass jetzt, aber nee, wie gesagt, ich finde den eigentlich ziemlich cool. Das ist das Wasser-Pokémon Quarks, ja. Es wirkt zwar eher ruhig, aber mit seinen starken Wasserstrahlen leuchtet jedes Feuer im Nu. Du willst also das Wasser-Pokémon Quarks? Ist das richtig? Das ist sowas von richtig. Quar! Du hast dich für Quarks entschieden. Möchtest du dem Quarks einen Spitznamen geben? Nein, das wollen wir nicht. Quarks ist eigentlich schon mal ein ganz solider Name, wie ich finde. Wir hätten ihn jetzt auch einfach Donald nennen können, oder? Erst nochmal schön die Haare richten. So mag ich das. Quarks scheint dich auch zu mögen, Jupp. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Wie durch Zauberei ist der Pokémon in unserer Hand aufgetaucht. Du hast ja also Quarks ausgesucht, was? Hast du gut erkannt, ja. Also wenn du mich fragst, passt es echt super zu dir. Ihr geht bestimmt ein klasse Team ab. Das Beste, würde ich mal sagen. Direktor Klebel, darf ich mir auch eins aussuchen? Hast du nicht schon irgendwie mindestens 100 Stück oder so? Hm. Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Akademie kein Pokémon bekommen? Genau, hab ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aha. Aber jetzt, wo Jupp bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihm ein neues Pokémon trainieren. Aha. Oho, das klingt nach einer wundervollen Idee. Ja. Dann möchte ich sehen, wie du mit Jupp einen Neuanfang startest. Spitze, vielen Dank. Ja, wenn Jupp Quacks hat, dann möchte ich das hier. Nett, dich kennenzulernen, Krokel. Krokro. Also gut. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich, also komm vorbei, wenn du bereit bist. Ja, komm. Da würde ich sagen, da zeigen wir dir jetzt erstmal hier, wo der Hase seine Ohren hat. Emila ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas zu sehr zugetan. Okay, ja, ja, das habe ich jetzt überhaupt nicht gemerkt. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Ja. Gut, in dem Fall natürlich jetzt auch schon wieder der klare Vorteil für uns, dass wir gegen ihr Feuer-Pokémon mit unserem Wasser-Pokémon natürlich sehr weit überlegen sind. Ja. So. Das ist auch schon quasi ein Kampffeld. Da würde ich sagen, sprechen wir mal mit ihr. Sagen, dass wir bereit sind. So, hast du ein Pokémon bei dir? Bist du ein Pokémon-Trainer? Und als Trainer müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Also los, Jupp. Bist du bereit für einen Kampf? Genau aus dem Grund sind wir jetzt hier runtergekommen. Juhu! Darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich als erstes in den Kampf schicke, ist... Lass mich raten. Ah. Direktor Klebel kommt nochmal dazwischen. Nemila!
Denk dran, für Jupp ist das noch alles neu. Er hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Ups, ich hätte beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Ja, alles so Level 80, 90 Pokémon. Wir hätten einfach nur mal husten müssen. Dann wären wir einfach beide gemeinsam weggeflogen. Dann nutze ich das eben als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Ja, das war ja auch dann, glaube ich, die Idee. Nun denn, los geht's, Jupp. Der Kampf ist das Ziel. Ja. Ja, ich habe mich gerade schon gefragt, gibt es in dem Spiel jetzt auch irgendwie nochmal so Hintergrundmusik, die läuft? Da ist sie jetzt auch. So, Namila fordert uns heraus. So. Dein erster Pokémon-Kampf. Hoffentlich macht es dir genauso Spaß wie mir. Ja. So, dann schauen wir mal. Ja, für gewöhnlich hier beim Kampf immer mal die Facecam ausschalten, damit ihr auch den bestmöglichen Überblick hier habt. Weil sonst würde meine Facecam einfach die Hälfte verdecken. Ja. So, erstmal Aquaknarre und dann, ja, sieht das doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Du hast dich wohl vorbereitet. Wasser-Pokémon sind gegenüber Feuer-Pokémon effektiv. Ja, so. Feuerattacken gegen Wasser sind natürlich dann eben eher uneffektiv. Ja. Damit haben wir Kokel auch besiegt. Das ist jetzt auch kein Wunder. Ja, Nimila, da guckst du, ne? Oh, du bist echt gut. Wow. Dein erster Kampf und du gewinnst direkt. Echt starke Leistung. Du wirst ganz sicher ein erstklassiger Trainer. Lass uns gleich nochmal kämpfen. Ich will noch eine andere Strategie ausprobieren. Ich glaube, Jupp und Quax sollten sich erstmal ausruhen. Oh, das tut mir leid. Das ist die Aufregung wohl mal wieder durchgegangen. Bitte entschuldigt, Jupp und Quax. Ja, lass uns bald wieder kämpfen. Ja, das werden wir. Auf jeden Fall. Ich hatte euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Nimila, ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ mit deinem Mitschüler hier teilen wirst. Jawohl. Ah, da habe ich auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Es gibt da eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du dein Handy dabei? Dann installiere ich sie schnell für dich. So, jetzt haben wir den Pokédex. Der Pokédex registriert automatisch all die Pokémon, die du fängst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer an unserer Akademie, war mit für ihre Entwicklung verantwortlich. Zu meiner Zeit haben wir noch alles per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. Die Welt ist schon um einiges praktischer geworden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles per Hand zu schreiben ist doch viel zu umständlich. Wohl wahr. Doch auch wenn sich die Zeiten ändern mögen, der Zauber, Pokémon zu begegnen, verblasst nie. So wird auch jede einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung eures Pokédex widmen. Nun denn, ich habe noch etwas mit Nimilas Familie zu besprechen. Nimila, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du Jupp zur Akademie begleitest. Okay. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Dann bedanke ich mich. Wohlan, wollen wir jetzt weiter mal aufbrechen? Lori! Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Oh, aber wo wir gerade beim Thema Pokédex sind. Du hast noch nie ein wildes Pokémon gefangen, oder? Ich zeig dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal eben mit.
Nutzung der Pokédex-App. Drückst du den Minusknopf, öffnet sich die Pokédex-App auf deinem Smart-Rotom. Wenn du gerade die Karten-App geöffnet hast, kannst du auch durch Drücken des X-Knopfes zur Pokédex-App wechseln. Nun gut. Ja, das ist jetzt ja zumindest der erste Teil der Einleitung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wir haben es ja gerade eben von ihr mitgeteilt bekommen, dass wir ja jetzt noch auf dem Weg zur Akademie sind. Werden ja auf dem Weg dahin auch nochmal auf wilde Pokémon treffen. Ja, dann geht es dann quasi weiter mit der Einleitung oder mit der Einführung eben in das Spiel. Das würde ich aber einfach dann fürs nächste Video mal festhalten. Ja, dass wir das quasi so ein bisschen trennen. Ja, dass wir erstmal ganz locker, flockig, entspannt hier in das Spiel reinkommen. Ja, also für euch auch der Hinweis, die nächsten Videos wären natürlich am heutigen Samstag, ja, falls irgendwer hier landen sollte und sich fragt, wie und wann es hier weitergeht. Also die Videos werden wirklich zeitnah hier auch hochgeladen und sobald die in der entsprechenden Qualität verfügbar sind von YouTube, werden die auch dann, wie gesagt, entsprechend freigegeben. Ja, also hier sollte es auf jeden Fall eben am heutigen Samstag und morgen am Sonntag sollten dann doch die ein oder anderen Videos hier reinkommen. Wenn ihr Interesse habt, ja, schaut gerne da rein. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Wenn euch das bis hierhin zumindest schon mal gefallen hat, ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich ebenfalls sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns sonst im nächsten Video wieder. Ich danke nochmal recht herzlich fürs Zusehen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.